Herzlich willkommen zu einem weiteren Patch Notes Rundown, heute vom Patch 1.04. Und zwar wird in dem Patch viel an verschiedenen Agenten verändert und ich gehe einfach mal die wichtigsten Änderungen durch. Am meisten wurde verändert an Viper, und zwar wurde die sehr stark gebufft. An ihrer Ulti Schlangengrube wurde verändert, dass die Zeit, in der sie kollabiert, wenn Viper außerhalb von der Ulti ist, von 5 auf 12 Sekunden erhöht wurde. Außerdem kann Viper die Fähigkeiten-Taste gedrückt halten, um die Ulti früh im Spiel zu platzieren. Und es ist jetzt auch so, dass die Minikarte von Gegnern verdeckt wird, wenn sie in der Viper-Ulti drin sind. Und zusätzlich wurde auch noch die Helligkeit erhöht von dieser roten Umrandung, den Viper sieht, wenn Gegner in ihrer Ulti drin sind. Ich denke auf jeden Fall, dass der Buff von der Ulti Viper deutlich stärker machen wird. Und ich habe Viper jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so oft gesehen in Valorant. Und ich schätze einfach mal, dass sie durch den Buff deutlich öfter gespielt wird. Der Verfall von Vipers Fähigkeiten wurde auch noch gebufft, und zwar wurde der Schaden von 10 auf 15 erhöht. Und außerdem ist es bei der Rauchgranate jetzt so, dass der Verfall noch 2,5 Sekunden lang anhält, nachdem man schon aus der Smoke rausgegangen ist. Und zusätzlich wurde der Treibstoff auch noch gebufft, und zwar ist es jetzt so, wenn man Giftwolke und Toxinschirm gleichzeitig anhat, dann wird nur der nötige Treibstoff für eine Fähigkeit verbraucht. Das heißt also, für Viper ist jetzt viel einfacher, ihre Fähigkeiten zu kombinieren und die Fähigkeiten gleichzeitig zu benutzen, um so Area Control zu haben. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Viper-Buff gerechtfertigt ist und dass sie dadurch deutlich flexibler wird. Zum Beispiel bei der Ultimate hat sie jetzt wirklich viel mehr Freiheit, während sie aktiviert ist, weil 12 Sekunden ist halt wirklich ziemlich lang und der Gegner kann sich eigentlich gar nicht mehr sicher sein, ob sie jetzt in der Ulti drin ist oder irgendwo anders rumläuft. Als nächstes kommen wir zu Raze, und zwar wurde ihre Ulti genervt. Die Ulti-Punkte wurden nämlich von 6 auf 7 erhöht. Es dauert jetzt also länger, die Ulti zu erreichen. Und ich denke mal, hier sind wir uns alle einig, dass das auch gerechtfertigt ist. Raze ist einer der Agenten, über die sich am meisten beschwert wird. Und ich denke mal, es macht hier Sinn, die Ulti, die wirklich zu stark ist, ein bisschen zu nerven. Und mit der Brimstone-Ulti wurde genau das gleiche gemacht. Also die Kosten wurden von 6 auf 7 Punkte erhöht. Und bei Brimstone kann ich es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, weil ich fand jetzt irgendwie nicht, dass die Ulti zu günstig war. Und sein Stimpack wurde auch stärker gemacht. Es ist jetzt nämlich so, dass Gegner keinen Buff mehr davon bekommen und dass die auch nicht mehr den Indikator am Boden sehen können. Und dann kommen wir noch zu einer kleinen Änderung an Cypher. Und zwar kann man den Cyberkäfig jetzt während der Kaufphase wieder aufheben. Und außerdem wurde auch bei der Classic-Pistole was verändert. Und zwar wurden zum einen einige Fehler behoben und zum anderen die Streuung angepasst. Und hier ist neu, dass man Präzisionsbonus von 10% bekommt, wenn man in der Hocke ist oder sich nicht bewegt. Und das finde ich auch sehr gut, weil ich fand die Classic ein bisschen zu ungenau.